Dinge, die niemals jemand irgendwann gesagt hat. Ich bin mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis der Deutschen Bahn vollkommen zufrieden. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur neuen Ausgabe des Hassalpha Berger dich ABCs. Ja, wir mussten dieses Format jetzt offiziell umbenennen, damit wir ein bisschen werbefreundlicher werden. Danke YouTube, vor 5 Jahren hat das auch noch keinen Arsch interessiert. Bevor es jetzt mit diesem Video losgeht, erst einmal vielen Dank an die 31 Leute, die diesen Kanal und dieses Format hier finanziell unterstützen. Wenn ihr auch dazu zählen wollt, könnt ihr das über PayPal tun mit 1 € im Monat über patreon.com/masterjam. Jeder, der aktuell Unterstützer ist oder ich sag mal im Laufe der nächsten Zeit dazukommt, wird übrigens auf Patreon von mir angeschrieben und bekommt von mir im Laufe der nächsten Zeit die neue Apple Watch Autogrammkarte zugeschickt. So als kleines Dankeschön dafür. So, die Deutsche Bahn. So, erst einmal Entschuldigung, dass es schon wieder das Thema Deutsche Bahn ist. Ich finde es immer noch passend und euer Hauptwunschthema Donald Trump würde ich lieber dem Mr. Wissen to go und dem Valulis seinen Videos überlassen, weil die da ein bisschen fitter drin sind als ich. Ich habe in der Vergangenheit schon 4 Videos über die Deutsche Bahn gemacht und das letzte davon ist fast genau 5 Jahre her. Und was soll ich sagen? Ich finde Bahnfahren immer noch kacke. Aber warum? Ich werde jetzt nicht so groß auf das Thema Verspätungen eingehen, denn dass die unpünktlich sind, wissen wir alle. Ich habe jetzt auch selber keine neuen großartigen Geschichten mehr erlebt, weil ich die Deutsche Bahn vermeide, so gut ich kann. Das letzte Mal, als ich mit der Deutschen Bahn gefahren bin, bin ich mit einem RE von Hagen nach Bochum gefahren und bin in der Mitte 45 Minuten stecken geblieben, ohne zu wissen, was los ist. Und es konnte auch keiner durchsagen, was los war, weil der Zug einfach keinen Strom mehr hatte. Ich war an diesem Tag ziemlich gut drauf und habe das Ganze mit Humor genommen, weil ich kenne es von der Deutschen Bahn einfach nicht anders. Wirklich nicht. Es ist nicht gelogen, dass im Schnitt in der Vergangenheit 8 von 10 Fahrten, die ich mit der Bahn gemacht habe, unpünktlich waren. Und da bin ich auch wirklich kein Pechvogel mit. 2018 hatte die Deutsche Bahn übrigens 2570 Tage Verspätung. Das sind 7 Tage. Am Tag. Aber hey, laut der Deutschen Bahn gilt ja jeder Zug, der noch unter 15 Minuten Verspätung hat, noch als pünktlich. Ob die Mitarbeiter der Deutschen Bahn eigentlich pünktlich kommen müssen, wenn sie mit dem Zug zur Arbeit fahren? Der Hauptgrund, warum ich die Deutsche Bahn meide, sind die Preise, welche einfach nur utopisch und vor allen Dingen nicht zu rechtfertigen sind. Das sagt mir sogar ein befreundeter Kollege, der Lokführer ist. Und dazu habe ich aber noch eine kleine Geschichte. Als ich 2018 von meiner 4-wöchigen Amerika-Reise zurückgekommen bin, bin ich abends in Berlin gelandet und musste aber irgendwie noch nach Hagen kommen. Zugegeben, ich habe es vorher verkackt, mich um meine Heimfahrt zu kümmern. Das war auf jeden Fall mein Fehler. Aber ich musste trotzdem irgendwie aus Berlin wegkommen. Also habe ich an diesem Abend meine Apps durchforstet, um zu gucken, wie ich das mache. Und die Deutsche Bahn wollte für eine einzige Fahrt, die 4 Stunden dauern sollte, 130 Euro haben. 130 Euro für 500 Kilometer. Wie? Warum? Mit welcher Begründung? Ich habe mich am Ende für den Flixbus entschieden, welcher über Nacht zwar 8 Stunden gebraucht hat, aber nur 20 Euro gekostet hat. Und 20 Euro ist für die Strecke wirklich ein guter Preis. Ich verstehe es beim besten Willen nicht, warum die Deutsche Bahn für diese Strecke 130 Euro haben möchte. Wenn sich unter euch ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn befindet, dann fühlt euch frei, mir einen Kommentar zu schreiben und es mir zu erklären. Aber kommt mir nicht mit Frühbucherrabatten, denn den Flixbus habe ich zur selben Zeit gesucht und die Deutsche Bahn wollte das 6,5-fache von dem Preis. Gut, der Flixbus hat 8 Stunden gebraucht anstatt 4. Aber sind wir mal ehrlich, mit der Deutschen Bahn habe ich für eine Strecke von 500 Kilometern auch schon mal 9 Stunden gebraucht. Diese Geschichte habe ich schon mal in einem Video erzählt, das verlinke ich euch jetzt hier. Dinge, die niemals jemand irgendwann gesagt hat. Ich bin mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis der Deutschen Bahn vollkommen zufrieden. Kleine Umfrage jetzt mal hier oben im i. Seid ihr mit der Deutschen Bahn, wie sie aktuell ist, zufrieden? Stimmt gerne ab und schreibt mir dazu, wenn ihr wollt, auch einen Kommentar. Ich habe seit September eine Fernbeziehung in Mannheim, Freunde und Kunden in Berlin, mein Bruder wohnt in Bochum, meine Eltern in Hagen und ich in Köln. Ich bin also sehr viel in der Republik unterwegs und nutze dafür nicht ein einziges Mal die Deutsche Bahn. Der Tag, an dem ich dieses Video hier aufnehme, ist der 16. Januar 2020. Nehmen wir mal an, ich muss heute unbedingt dringend nach Berlin. Schauen wir mal, wie ich das am besten machen würde. Fangen wir mal mit der Deutschen Bahn an. Also, wir fahren roundabout 4 bis 4,5 Stunden und dafür hätte die Bahn für jede Möglichkeit in der zweiten Klasse gerne 112,40 Euro. Stolzer Preis. Dann hätten wir als nächstes die Möglichkeit, einen Flixbus zu nehmen, welcher 8 bis 10 Stunden brauchen würde und 30 bis 35 Euro kostet. Mit einem Flixtrain bräuchten wir 5,5 Stunden und würden ebenfalls 30 Euro bezahlen. Und die dritte Alternative wäre eine Mitfahrgelegenheit über BlaBlaCar.
Diese würde 6 Stunden dauern und nur 25 Euro kosten. Die Deutsche Bahn möchte heute also mehr als das Vierfache von dem, was alle anderen Anbieter verlangen. Und das ohne, dass sie mehr zu bieten hat. Ein kleiner Einwurf, den ich hier gerade noch bringen muss, quasi ein Vorteil für die Deutsche Bahn, ist, wenn unterwegs ein Zug kaputt geht, dann wird innerhalb kürzester Zeit, so schnell es halt geht, ein neuer bereitgestellt. Beim Flixtrain geht das wohl eben noch nicht so gut und da ist man halt einfach am Arsch, wenn was passiert. Nur wenn ich heute spontan fliegen wollen würde, würde es genauso viel kosten. Aber der Flieger braucht nicht 4,5, sondern nur 1 Stunde. Wenn ich zu meiner Freundin nach Mannheim fahre, nehme ich das Auto. Einfach auch, damit ich selber entscheiden kann, wann ich fahre. Meine Fahrt dazu stelle ich immer auf BlaBlaCar rein, sodass ich Leute mitnehme. Und es klappt auch so gut wie immer. Also 1 bis 3 Leute habe ich immer dabei. Und damit habe ich den Spritpreis, den ich bis dahin verbrauche, auch schon wieder drin. Ich habe also eine Fernbeziehung, aber mein Geldbeutel nimmt fast keinerlei Schaden davon. Außer halt den eine Freundin so kostet. Außerdem finde ich, dass man über BlaBlaCar echt die interessantesten Leute kennenlernt und gute Gespräche führt. Zufälligerweise bin ich sogar schon einmal mit Rezo und erst vor 2 Wochen mit Marc Lochmann gefahren. Und diese beiden Dinger waren echt ein witziger Zufall. Jeweils einen Tag vorher klingelte das Handy bei mir mit einer unbekannten Nummer. Ich gehe ran und höre nur: Master Jam, bist du das? Ja, so kann's gehen. Aber tut mir einen Gefallen. Wenn ihr BlaBlaCar nutzt, dann stellt bitte eine Beschreibung und ein Profilbild ein. Nichts ist gruseliger, als eine Anfrage zu bekommen von jemandem, der seine Identität nicht preisgibt. Mit dem Flixbus und Flixtrain bin ich übrigens auch schon häufiger gefahren und ich fand es jedes Mal super angenehm und ich war auch jedes Mal pünktlich damit. Und das ist jetzt kein Scherz, Verspätungen mit dem Flixtrain hatte ich nur, wenn die Deutsche Bahn mit dem ICE überholen muss, aber selbst diese Verspätung hat der Flixtrain wieder aufgeholt. Kleiner wichtiger Einschub übrigens, ich bekomme keinen einzigen Cent vom BlaBlaCar oder Flixtrain dafür, dass ich dieses Video hier mache. Ich möchte nur, dass die Deutsche Bahn Kunden verliert. Nein, Spaß, ich wollte euch jetzt einfach mal vorstellen, was es noch für Alternativen gibt, wenn man wirklich mal spontan fahren muss. Denn ich sag's nochmal, die Preise der Deutschen Bahn sind einfach nicht zu rechtfertigen. Das ist so nach dem Motto: Ah, du musst fahren? Dann gib uns einfach alles, was du hast. Ich glaube, wenn man an der Sache was ändern würde und die Deutsche Bahn Preise machen würde, die man auch bezahlen kann, dann würde ich die Bahn vielleicht sogar wieder nutzen. Und dann würde es für viele auch attraktiver sein. Was sind denn eure Erfahrungen mit den Alternativen? Oder kennt ihr noch weitere? Dann schreibt es mir unten in die Kommentare. Wie die Partei schon sagt, Schwarzfahren muss bezahlbar bleiben. Spaß beiseite. Ich habe noch eine Geschichte von einer direkten Freundin mitgebracht, die mal einen völlig bescheuerten Rechtsstreit mit der Deutschen Bahn hatte. Und diese Geschichte geht ein bisschen unter die Haut. Bei der Geschichte geht es nämlich darum, dass diese Person beim Schwarzfahren erwischt wurde. Und sie hat diese Strafe, die sie zahlen musste, auch fristgerecht bezahlt. Allerdings hat sie einen kleinen Fehler gemacht. Beim Verwendungszweck in der Überweisung hatte sie nämlich einen kleinen Zahlendreher. Also sie hat am Ende beim Verwendungszweck 2 Zahlen vertauscht. Die Bahn hat sie daraufhin aufgefordert, das Geld nochmal zu überweisen. Aber ohne, dass sie das alte Geld, was sie bereits überwiesen hat, zurückbekommen hat. Versteht ihr, was ich meine? Sie sollte also die Strafe fürs Schwarzfahren 2-mal bezahlen. Und selbst mit einem Anwalt hatte sie keine Chance, das richtig zu stellen. Aber sie erzählt es euch mal eben selbst. Mein Thema war, ich hatte kein Ticket. Deutsche Bahn. Ich hatte kein Ticket, dann habe ich natürlich einen Strafzettel bekommen. Ich habe überwiesen, aber leider ein Verwendungszweck war nicht richtig. Ich habe mich überall informiert, weil ich habe Mahnung nach Mahnung bekommen. 170 Euro schon Mahnung, da habe ich natürlich schon Panik bekommen, weil ich wusste und ich hab mir auch bewiesen, hier habe ich das Geld überwiesen, direkt am nächsten Tag. Ich war überall, ich war am Neumarkt, ich war in Ehrenfeld, ich habe telefoniert, ich habe Briefe geschrieben, oh mein Gott. Dann habe ich noch von Rechtsanwalt, habe ich auch ein Schreiben geschrieben von Rechtsanwalt. Ja, und trotzdem nichts, gar nichts erstanden, also irgendwie, da konnte man nichts weitermachen. Mein Anwalt sagte, es lohnt sich nicht mehr weiterzumachen. Ich werde nur Geld verlieren. Und ja, ich musste dann diese 170 Euro zahlen, plus diese 60, was ich damals bekommen habe. Ne? Das war echt scheiße, weil eigentlich habe ich das Geld überwiesen und die haben das nicht mal zurückgeschickt. Obwohl die nicht wussten, von wem das Geld ist, ne? Anscheinend, aber naja. Diese Geschichte wollte ich euch zum Schluss einfach nochmal mitgeben. Bildet euch eure eigene Meinung dazu. Habt ihr vielleicht schon mal sowas Ähnliches erlebt? Fühlt euch frei, mir eure Deutsche Bahngeschichten in die Kommentare zu schreiben. Außerdem vergesst nicht, dieses Video zu bewerten und schreibt mir einen Kommentar, was ihr gerne nächsten Monat beim Buchstaben E sehen wollt. Haut raus!